Ich glaube, der heutige Tag, der kann überhaupt nicht besser werden. Eben war es wirklich noch richtig sonnig. Es brannte die Sonne auf dem Platz und ich habe gedacht, oh, 13 Uhr, Jörg kommt für Vicky zum Training. Training, Landesturnier Rasstede. Ich bin echt gespannt, aber Vicky sagt, es geht alles. Und ich habe gesagt, boah, 28 Grad. Ich hoffe, dass zu dieser Stunde eine Wolke über Hofeicheneck kommt. Und es ist so. Eine Wolke ist da. Es tröpfelt manchmal ein bisschen. Das ist natürlich richtig gut. Natürliche Kühlung, würde ich sagen. Und im Hintergrund sieht man schon Jörg wieder den Parcours so ein bisschen umbauen. Es ist ein Mama-Parcours gewesen. Klein und schmal und alles nett. Und jetzt wird es hoch und breit und alles irgendwie für mich viel zu viel. Aber Vicky freut sich immer voll und ich bin richtig froh, dass der Jörg sich echt nochmal Zeit nimmt, um ein Training mit ihr zu machen. Vielleicht morgen auch nochmal, weil Vicky hat ja wirklich hart gekämpft jetzt nach ihrer Knie-OP, dass das mit dem Sattel wieder klappt und sie hat es geschafft. Und ja, jetzt geht es los. Ich bin echt gespannt und dann geht es Dienstag nach Rasstede. Für das anstehende Turnier in Rasstede wird Vicky noch einmal von Jörg Stratemeier für die Qualifikationsrunde vorbereitet. Dafür opfert er seine kostbare Zeit, obwohl er selbst jede Menge Pferde in Rasstede am Start hat. Hände aufrecht und wieder zulegen. Gut, wieder aufnehmen. Ganze Bahn. Ist natürlich ein bisschen schwieriger. Vicky muss den Trab auslassen. Das geht noch nicht so gut. Mit ihren Knien. Von daher findet Lösungsphase im Schritt und im Galopp statt. Chapeau findet das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Schön groß anlegen, einmal rum. Außen begrenzen, innen weitertreiben, inneres Bein, äußeren Schenkel zurück. Und nochmal lange Seite und jetzt ein bisschen zulegen. So, jetzt wieder aufnehmen. Gut, aufnehmen. Durchkommen. Außen abfangen. Hände tragen, wieder Zirkel. Man sieht schon, es wird unheimlich viel auf den Boden gelegt. Vicky hat schon beim Parcoursaufbau gesagt, Jörg braucht immer viel Fuß. Ich sag so, Fuß? Was ist denn Fuß? Und dann hat sie gesagt, ja, das sind die Stangen, die er wirklich immer weit wegrollt. Er wird seine Maße im Kopf haben, aber ich habe die Information gekriegt, er braucht immer viel Fuß. Vielleicht erzählt er dazu noch was nachher. Finde ich richtig krass. Vicky hat Verstärken geübt und da hat man eben echt was gesehen. Daumen dachförmig zum Himmel zeigen lassen. So, wieder vorbereiten den Übergang und dann galoppierst du gleich nochmal an auf dem Schritt. Außen abfangen, gut, nicht ganz wegschmeißen, innen nur ein bisschen leichter werden in den Übergang rein am inneren Zügel und sitzen. Absatz tief, groß bleiben. Schön schwer machen, sitzen. Jetzt nochmal zulegen an der offenen Zirkelseite. Schön begrenzen außen in den äußeren Zügel rein. So. Und aufnehmen. Sitzen. Gerade sitzen, nicht nach innen knicken. Äußere Beine ein bisschen mehr zurück, dass er gerade bleibt. Nicht den Hintern rausschwimmen lassen. Und zulegen. Gut. Und wieder aufnehmen. Sitzen, Parade außen, wow, trag die Hände. So, ganze Bahn, zweiten Hufschlag. Schön klein halten. Halt ihn aktiv, aber geschlossen. Versammeln wollen. Sitzen. Wollte oben in der Ecke. Ruhig groß anlegen, aber kein Zirkel. So, gut. Guck hin, wo du hinreitest. Und lange Seite nochmal zulegen. Richtig schön frisch vorwärts. Super. Gut. Und aufnehmen vor der Ecke. Aufnehmen. Und wollte. Weiter treiben, rum. Innen den Gang halten, außen begrenzen. Sehr gut. Und Schritt. Gut. Aufpassen, ist eine sehr schön ruhige Hand jetzt, aber immer leicht verdeckt. Da hast du nachher wenig Freiheit. Ne? Immer wieder hier in Schulterblätter zusammen, Hände tragen. Zügelmaß ist gut, Daumen ein bisschen mehr dachförmig. So, dann wechselst du nochmal die Hand. Schön gleichmäßig über den Stall. Gar nicht zu doll, ne? So ist gut. Nur gleichmäßig. Perfekt. Gut. Wieder aufnehmen und durchparieren zum Schritt. Aber erst schön rantreiben, schließen den Galopp und dann die Parade. Halbe Parade zum Schritt. Äußere Tür. Gut, Vicky.
Gut, lob ihn. Gut. Gut. Nochmal Zirkel, dass du schön Galopp drauf hast. Und aktiv. Nicht schnell, sondern aktiv. So ist richtig. Ran ans Pferd. Sitzen. Prima. Gut, das ist genau passend. Einfach so halten. Gut. Und wieder aufnehmen. Gut. Besser mit der Hand. Ja, Vicky muss jetzt wirklich einen aktiven Galopp reiten. Rasstede ist ein großer Platz. Brauchen wir auch einen großen Galopp. Was du jetzt nicht rückwärts geritten hast, aber du hättest mit ein bisschen Stillsitzen ruhig einen mehr machen können. Trotzdem immer entscheiden, das ist wichtig. Das war der Plan, konnte man auch sehen, den hast du durchgezogen. Ne? Du kannst aber mit dem Galopp genauso, wenn er hinguckt, wenn es ein bisschen höher wird und weil ja auch was dahinter liegt, etwas groß bleiben und warten, aber überleg nicht hin und her. Immer das aus dem Instinkt machen, was da ist. Das war schon gut so. Da habe ich keine Beschwerden drüber. Gut. Einmal noch so. Gut. Sehr schön gemacht. Nicht dabei runtergucken. Wenn du nach vorne guckst, hast du noch mehr Größe im Oberkörper. Tipptopp. So ist super der Galopp. Alles gut. Gut. Sehr gut mit der Hand. Aufnehmen, ganz, sitzen. Ganz wollt, schön. Wollt. Und was auch wirklich schwierig ist, ist so, nach dem Sprung und Schritt. Nicht die Wand oder den Kannstein als Bremse zu nutzen, sondern wirklich selber mit der äußeren Körperhälfte, mit halben Paraden, das Pferd wirklich in die Kurve zu begleiten, in die Wendung zu begleiten und trotzdem den Galopp aktiv zu behalten. Das heißt also, man wird theoretisch gesehen langsamer in Anführungsstrichelchen. Also man verringert die Größe des Galoppsprungs, aber man muss diese Energie dabei behalten, um dann wieder mit Schwung loszugehen. Und das ist wirklich schwer und das finde ich ganz toll. Also aus der Ecke die Hofeicheneckplanke und dann das Wasser. Ja, hast du gut erkannt. Aber aus der Ecke einmal durchparieren. Aber der war ideal, macht ja nichts. Rhythmus war sehr gut. Auch jetzt in der Wendung, er kommt natürlich jetzt schneller. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Es ist quasi aus der Ecke kehrt oder durch die halbe Bahn wechseln. Das heißt, da muss ich schön Druck auf der Hinterhand behalten. Ein bisschen weniger mit der Hand, lass sie tief. Nur Richtung Pferdemaul, nicht Richtung Genick. Und nicht ganz so aufwendig. Gut, die wollte. Gut. Sehr gut. Super, den Rhythmus. Passt. Bleib ruhig. Gut. Und wieder sitzen und Übergang zum Schritt. Und dann lob ihn einmal. Sehr gut. Spitze. Nichts verlernt, Vicky. Läuft. Da war es. Super Distanz. Alles gut. Nicht ganz so aufwendig. Ein bisschen hoch und ein bisschen viel wieder. Nur so mit Schultern bleiben hinten. Da hinschieben. Hüfte knickt mit einleichtern, ne? Tippitoppi. So. Schön gerade bleiben. Du willst vor der Ecke ankommen. Also im Grunde, wenn du ganz gerade hast, musst du wirklich bei M da rauskommen, ne? Wenn das gut gelingt, reizt du direkt weiter zum Wasser. Wenn das ein bisschen doll nach innen schlägt, dann treib ihn raus, reit eine Volte tief durch die Ecke und dann das Wasser. Ja, schön tief ans Pferd erstmal. Gut, dass du ihn geschlossen hältst. So ist der Galopp sehr gut. Früh genug hinschauen, groß bleiben, tiefe Hand. Gut. Ja, genau. Kannst weiter reiten eigentlich. Spitze. Gut. Denk an deine Hände, nur ein bisschen Richtung Pferdemaul mitgehen. So, wieder Schritt, lob ihn. Ist verdammt heiß heute, so drückend, ne? Das war sehr gut eben, denk dran, auch wenn es jetzt höher ist, mitgehen. Nicht aus so einem Winkel alles Richtung Ohren schmeißen. Da mitgehen, locker in der Hüfte, Schultern bleiben hinten. Nur Richtung Pferdemaul mit vorgehen, nicht die Zügel auf den Hals schmeißen. Das ist manchmal einen Tuck zu weit vor. Also gelb, steil, steil. Und dann reizt du nochmal die Volte um die Stange und kommst hier den kleinen roten einmal.
Auch da schön gerade, Fluss halten in der Wendung. Immer mit dem inneren Bein in den äußeren Zügel treiben, da hast du ein gerades Pferd. Okay. So ist ideal, ideal. Gut. Gut. Jawohl, gut. Wollte nicht vergessen. Sitzen, abfangen außen. Locker die Schultern, schön groß bleiben, streck dich. Zum Versammeln immer am Sitz reiten. Gewichtshilfen nutzen, so ist sehr gut. Perfekt, bleib ruhig, perfekt. Ganz gut, geradeaus, geradeaus. So, gut. Auch da willst du ja eventuell wieder hier hin, ne? Deswegen gerade ist wichtig. Top. Also machst du so. Der Knick in der Hüfte gibt den Druck aufs Äußere hinterbein, dann wird er hinten nicht mehr umspringen, weil er muss Druck aufs Innere kriegen. Der fängt aber deine Wackelbewegung auf dem Äußeren ab. Deswegen springt er vorne mit und hinten nur, versucht das zu halten. Guck nur geradeaus, nur auf H. Denn wenn er dann falsch landet, hast du vor der Ecke schon den Übergang und kannst wieder angaloppieren und ohne Volte weiter reiten. Darfst du gerne machen zu Hause, aber wir gehen jetzt mal aus von der Ernstsituation. Ne? Da darfst du die Volte ja dann nicht reiten. Deswegen das eben einhalten und nicht anfangen, oh, der muss jetzt nach rechts und was. Gerade, bisschen Druck in den rechten Bügel, aber nicht so. Einfach nur etwas Druck in den rechten Bügel und gerade ausgucken. Dann hat er nämlich, wenn er falsch landet, Außengalopp und nicht Kreuzgalopp. Und der ist viel einfacher zu parieren und wieder zu sortieren, als wenn die erstmal völlig mit dem Gewicht durcheinander im Kreuzgalopp durch die Gegend eiern. Hof Eicheneck, in die Ecke. Schön weiter, immer in die äußere Hand. Gelb, was ich eben gesagt habe, ne? Eventuell die Volte, sonst schön weiter, nicht verdrehen. Dann steil, steil, das war sehr gut. Dann noch einmal rot. Dann kommst du gelb andersrum. Ich nehme dann schnell das blaue Ding da weg, weil danach möchte ich, dass du dann nochmal das Wasser kommst. Bleib ruhig, passt genau. Sehr gut, mit der Hand noch ein bisschen weniger, sonst war es top. Rhythmus, Rhythmus. Fein, gut. Bleib ruhig. Gut, perfekt. Ganz gut, besser mit der Hand jetzt. Spranger sehr schön jetzt auch hinten. Einmal durchparieren, gut. Also war jetzt eigentlich ideal, weil jetzt ist er richtig gelandet. Dafür war es gut, der Parcours ging aber über Rot weiter. Und dann Gelb zurück nochmal. Und dann Blau. Macht überhaupt nichts, weil eigentlich war es jetzt super, da haben wir das gleich nochmal fertig gehabt. Ja? Jetzt ist er ja schon nach da gelandet. Ideal, ruhige Hand, gut. Besser schon mit der Hand, gut. Noch ein bisschen weniger fast, Ellenbogen am Körper lassen. Bleib ruhig, brauchst nicht drücken. Nicht drücken, wenn es dicht wird, der springt das. Gut, jetzt kam auch der Wechsel, gut, hingucken. Nicht hektisch werden, wenn es mal ein bisschen dicht wird, ist okay. Gut, jawohl. Und da ist der Wechsel, gut. Und jetzt nicht denken, jetzt hat er aber Galopp. Erstens ist es sehr heiß, weiß nicht, ob es so bleiben soll nächste Woche, aber der braucht Saft und Galopp, ne? Dann kommt der Wechsel auch leichter, dieser kleine Platz ist gar nicht so einfach für ihn. Rastedi wird ihm liegen. Also bin ich fest von überzeugt, wo andere reinkommen und sagen, oh, ich werde mal kleiner, weil es ist ganz schön groß hier, da wird er keine Lasten mit haben, das glaube ich nicht. Von daher war das nochmal sehr schön. Da hast du hast genau gewusst, dass du dicht kommst, richtig? Hast du gesehen. Und dann denkst du, oh, komm dicht, durch das, du hast ja schön still und hast gesehen, wird ein bisschen dicht, das macht doch nichts. So. Aber wenn du zu viel, also klar musst du gegenhalten, aber wenn du es dann zu doll machst, kommt immer ein bisschen das, dann nimmt das Pferd den Rücken weg, Kopf hoch und kommt noch dichter. Und dann hast du auch noch gedacht, bin ich dicht, jetzt muss ich drücken. Dann macht meinen letzten Galoppsprung kaputt so ein bisschen. Sehr schön. Fühlt sich gut an? Ja, ne? Sieht auch sehr, sieht sehr schön aus. Jetzt ein bisschen vorwärts, dass er auch weiß, da kommt noch mal was. Wieder etwas aufnehmen, äußerer Zügel. Hingucken. Bleib ganz ruhig, perfekt, sehr gut, gut mit der Hand jetzt, gut. Großartig, schön machst du das. Äußerer Zügel, inneres Bein, hingucken, cool bleiben.
Sehr gut. Äußerer Zügel, dann kommt auch der Wechsel. Gut. Bisschen abfangen, wieder sitzen. Bisschen abfangen, hingucken. Bleib ruhig. Gut. Und Bein. Ideal. Ganz gut. Lob ihn. Fertig. Sehr schön mit der Hand am Ochse und nochmal ein richtig schöner Sprung, ne? Können wir nochmal ein bisschen Gymnastik oder Stangen auf dem Zirkel, aber... Jetzt muss ich mal fragen, hast du irgendwas gemerkt, dass sie gehandicapt ist? Nö, nicht wirklich. Ich sag gerade, vielleicht ein bisschen dies rechts wegtendieren, dass da etwas äußerer Schenkel fehlt, aber sonst jetzt nicht. Weil wenn du nichts siehst, dann sieht sie ja auch kein anderer. Ja, stimmt. Nee, also außer, dass sie halt nicht tragen kann im Moment, was ja noch logisch ist. Aber da kommt ja auch mit klar. Nee, oder hast du was gespürt? Sehr gut, dann geht das auch. Sagst das ist halt wichtig. Haben wir Chancen? Ja. Ja. Jetzt mal von aus. Ja, herrlich. Ist ja wenn aber es aufs Tablett kriegt, ja. Und wie gesagt, dem tut ein großer Platz gut. Ja. Ja. Jetzt kriegt er auch Galopp eben zum Ende. Das wirkt dann hier schnell so ein bisschen, Ecke kommt schon. Den Galopp braucht er da. Und du konntest trotzdem, dass du eigentlich versucht hast, alles nach vorne zu reiten. Heute konntest du immer warten, ne? Man darf aber auch nicht unterschätzen, wenn jetzt Traben nicht geht, macht man viel mehr Schritt-Galopp. Das ist eine der besten Übungen, diese Übergänge. Schritt-Galopp, Galopp-Schritt. Das schließt ein Pferd, ne? Was lernen wir daraus? Wir zerschroten uns alle unsere Knie. Ja, und dann geht's. Das ist ja sowieso super. Das geht schon. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Dafür nicht, gerne. Küken? Duschst ihn gleich schön ab, ne? Ja. Du kannst in den Pool gehen. Hast du richtig, richtig gut gemacht. Ihr beide seid so ein tolles Team, ey. Das sieht so Wahnsinn aus, wie ihr da über die Hindernisse fliegt. Du hast überhaupt gar kein mulmiges Gefühl mehr, ne? Oh, ich denke mal, ich sterbe wirklich. Aber es ist total toll. Es war richtig gut. Ja? Ja, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Gehst du gestärkt? Ja. Ich fand, heute war der besonders rund und vorwärts. Ja, der war halt auch gar nicht grelle oder irgendwie sowas, ne? Ganz, ganz toll. Wo der halt immer ein bisschen grelle wird, ist, wenn man ihn rechts angaloppieren will, dann wird der immer so ein bisschen hibbelig, aber sonst. Ja, richtig, richtig gut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich gehe gestärkt nach Rastede. Geht alles mit meinen Knien, tut nichts weh. Ich glaube, das funktioniert alles. Super. Nein, mein Schatz. Muss ich Mama nur Valium oder Baldrian oder wie heißt es? einschmeißen und dann geht das alles. Nein, ich finde das total toll. Auch super gut, dass Jörg sich die Zeit nimmt, das nochmal zu machen, weil das ist ja für uns wirklich absolutes Neuland. Letztes Jahr haben wir noch gesagt, irgendwann kommt Vicky hier mal her, dass das jetzt so schnell ist. Haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Dann auch noch unter den Umständen, aber Jörg hat auch nichts gesehen und von daher bin ich guter Dinge, wenn wir diese Crepe-Dinger mit weiß machen, auf die weiße Reithose, dass das auch gar nicht so doll auffällt. Küken ist glücklich, ich bin glücklich, Jörg ist hoffentlich auch glücklich. Alles gut. Ja, heute ist der große Tag. Es geht nach Rastede zur Qualifikation. Am Donnerstag ist dann noch das Finale, wenn wir reinkommen, aber das denke ich schon. Ich habe ihn heute, ich glaube, über 3 Stunden lang eingeflochten, weil ich unbedingt so kleine Mini-Zöpfe machen wollte. Die wurden zwar sehr, sehr mini, sieht aber richtig gut aus, nur dass das ewig gedauert hat. Aber ich glaube, wir sind gut ausgerüstet. Ich habe die sauberste Fliegenwerk rausgekramt, die ich finden konnte. Dann hat er heute auch noch seine Magnetfeldgamaschen dran. Hufe sind lackiert, Beine sind gewaschen. Alles ist eingeladen und ich lade ihn gleich auf und dann geht's los. Und Konrad kommt auch mit. Das ist allerdings Jack. Ja, ich hole jetzt Firsty. Ich bin umgezogen in meinen weißen Klamotten. Na super, ich habe gerade eben Firstys Trennwand angefasst. Und jetzt sind meine Hände wieder komplett schwarz. Die habe ich gerade eben gewaschen, um meine Klamotten anzuziehen. Ja, egal, sie lädt ihn auf und dann kommt Konrad noch mit dazu. Jetzt geht's auf. Ja, immer schön was zu essen. So findet er das dann auch gar nicht schlimm in der Zeit, wo ich dann Konrad hole. Da willst du einmal dein Pünktchen rum. Super. Ja,
vorne angefasst. Ja, manche Sachen brauchen halt ein bisschen länger, bis sie ankommen. Ja, Konrad ist der Babysitter hier, weil Fössi traut sich ja alleine nicht. Zum Training geht es immer noch manchmal, aber zum Turnier und so braucht er ja schon so physische Unterstützung. Ich habe jetzt hier einen Apfel für Konrad. Mama holt ihn jetzt gerade. Und ich bin mega froh, dass ich so schnell mit meinen Beinen auf Beine gekommen bin, sage ich jetzt mal, und reiten kann. Jetzt wird erstmal noch mit dem Therapiepferd gequatscht. Und irgendwann kommt ein Konrad und dann können wir losfahren. Eigentlich war nämlich geplant, um eins loszufahren. Aber das wurde alles noch mal ein bisschen umgeschmissen, weil wir gesagt haben, lieber früher da als zu spät. Ja, jetzt fahren wir, glaube ich, doch um eins los. Der geht bestimmt lieber auf den LKW, als dass er deinen Apfel nimmt. Komm, Conny, komm her. Aha. Jetzt hast du Lust zu ihm. Nach 200 Metern, Sie haben Ihren Zielort erreicht. Ach du, da kommen wir drauf. Ah ja. Angekommen hier auf dem Oldenburger Landesturnier. Ich bin noch nicht ganz so aufgeregt, Kameramann schon. Der fiebert schon die ganze Zeit. Klappt's, klappt's nicht, bleiben alle Stangen liegen, fällt eine. Fössi ist auf jeden Fall gut gestimmt. Konrad ist auch sehr entspannt und wir gucken uns jetzt erstmal kurz alles an und dann machen wir so langsam Fössi fertig. Und wie immer am Essen. Ohne Dampf, kein Kampf. Ja, hier sind jetzt die ganzen Startertafeln. Da werde ich ja später auch dran stehen. Wir haben gerade schnell Bändchen abgeholt. Wir machen die aber noch nicht rum, weil dann verliere ich die. Weil die brauchen wir erst Donnerstag, wenn ich reinkomme. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich da reinkomme. Und auch im Stechen. Wird schon. Ja, wir haben jetzt hier die Bändchen, Kameramann, Mama und ich für Donnerstag und für danach, wir gucken dann einfach noch am Samstag und alles sowas die hohen Prüfungen mal an, so wie S3 Sterne mit Stechen und alles sowas. Das ist bestimmt cool. Stehen hier gerade vorm Vielseitigkeitsplatz, also vorm Kutschplatz. Und ja, wir machen jetzt so langsam fest fertig und dann geht's los. Hier kommt jetzt schon das nächste Problem, also für Fössi kein Problem. Ich muss an denen hier vorbei. Ich sage einfach mal Hallo und freut mich schon mal ein bisschen an. Guck. Oh, wie niedlich. So. Letzte Vorbereitung für die Prüfung. Dann geht's zum Warmreiten. Noch Stollen rein. Damit er auf Rasen nicht rutscht. Der ist so entspannt. Und Konrad steht da um und sagt sich, und wann werde ich geholt? Wann werde ich geholt? Er will nämlich auch gerne in den Parcours. Conny. Auch für Chapeau ist es mit seinen erst 5 Jahren das erste Turnier in dieser Größenordnung. Es wird auf jeden Fall spannend, wie die beiden sich auf einem so großen Turnierplatz schlagen werden. Ja, Chapeau haben wir jetzt fertig gemacht. Stollenlöcher
reingedreht, wollte ich sagen. Natürlich nicht die Löcher, sondern die Stollen, weil hier ist ja Rasenplatz. Und für die, die es nicht wissen, man hat dann wirklich so quasi so dicke Stollen, so Widerhaken, will ich mal so sagen, wie ein Fußballschuh, der so Stollen hat, die man in die Eisen reindreht, dass die Pferde wirklich Grip haben und in den Wendungen nicht rutschen. Gerade wenn es regnet, das ist angesagt, ist sowas immer eine ganz schöne Rutschpartie und diese Stollen verhindern das. Vicky ist schon auf dem Weg zum Abreiteplatz, macht schon so ein bisschen Schritt. Ich habe Konrad noch eben gefüttert, weil der steht da jetzt ganz alleine. Aber das macht ihm jetzt auch nichts aus. Er genießt hier so die Aussicht, guckt sich alles an. Hier ist ja immer viel los. Und jetzt gehe ich erstmal zu Vicky gucken. Und dann geht's bald in eine Prüfung. Ich bin echt gespannt, was Chapeau zu diesem großen Platz sagt, was Vicky sagt. Es sind wirklich rundherum Tribünen, Zelte. Es ist groß, es ist bunt. Und mal gucken. Leider Gottes. Sehr schön. Ja, Chapeau. Was ist? Sind alle hier? Wenn du so ein schönes Tempo reitest, das ist gut. Und wenn du so auch an den Sprung anreitest, dann musst du ihn davor nur spannen, dann, ne? Dass er weiß, dass er gucken muss. War sehr gut. Sehr gut. Haben mehrere Angst vor. Komm her, komm, Chapeau, komm. Komm, mein Junge, komm. Nein, das ist wegen der Brücke, da haben ganz viele Angst vor. Komm her, komm. Einmal. Komm mal her, komm. Ich gebe ihm mal was zu futtern. Komm her, mein Großer, komm. Komm, mein Großer, komm. Komm her, komm. Ja, guck mal. Trotz guter Vorbereitung liegen die Nerven bei Vicky dann doch ein bisschen blank. Dass Chapeau auch mal kuckig wird und unter Strom steht, war bisher eher selten der Fall. Wenn dann noch der Reiter nervös wird, merkt das Pferd das natürlich auch. Und mit seinen 5 Jahren ist Chappi noch lange kein alter Hase, der das mal eben kompensiert. Zudem kann Vicky mit ihren frisch operierten Knien noch nicht so richtig zupacken. Die bandagierten Unterlegpolster an ihren Oberschenkeln verhindern, dass sie mit ihrem Knie an die Sattelblätter kommt. Somit kann sie mit ihrem Sitz auch nicht so einwirken wie gewohnt. Natürlich Chapeau's First Sun in der Bahn mit Victoria Telgen für den Reitclub Gude. Thank you.
So, Victoria Telgen mit Chapus First Sun hier im Ziel. Vom Tempo her durchaus angemessen gewählt der Ritt. Wir wünschen uns von den Distanzvarianten ein bisschen mehr Sicherheit. Am Hindernis 3 war es dann nicht ganz passend und dann deutlich hinter der Bewegung. Aber ansonsten in der Anreitphase hin, ab und zu mal so ein bisschen in Rücklage kommen, aber durchaus alles auf dem richtigen Wege. 7,6 hier die Grund- und Endnote. Mit so einem Ritt hatte Vicky dann doch nicht gerechnet und es flossen beim Ausritt dann doch ein paar Tränen. Da sie so eisern dafür trainiert hat, schnell wieder auf die Beine zu kommen, um hier mitreiten zu dürfen. Wobei es überhaupt schon eine Riesenleistung ist, überhaupt in die Qualifikation zu kommen. Am Ende hat es aber doch für Platz 8 gereicht, was bedeutet, dass sie in 2 Tagen doch im Finale starten darf. Und als sich auf dem Parkplatz dann auch noch eine ganze Ansammlung von Fans versammelt hatte, war die Niederlage schnell wieder vergessen. You're the first of the year. A warm kiss in the cold. You're the whisper in my ear when I need it the most. If I was cast on an island. Ja, Firsty und ich, wir haben es geschafft. Wir sind mit dem 8. Platz ins Finale gekommen am Donnerstag. Bin ich sehr gespannt drauf. Firsty war heute ein bisschen an als sonst. Also, hey, ich glaube, wäre ich vorher nicht mit Pferd reingeritten und er hätte sich da schon alles angeguckt und ich hätte gewusst, wo er glotzt und alles sowas und wäre einfach im Galopp reingeritten und fertig, wäre, glaube ich, alles noch ein bisschen besser geworden. Aber wir gucken am Donnerstag, 2. Chance, eigentlich auch noch 3. Wenn ich unter die ersten 5 komme, kann ich nur das Stechen mitreiten. Dafür hatte ich heute schon mal einen super Galopp mitgebracht, sage ich jetzt mal. Firsty schlabbert da oben jetzt sein Futter und dann ja, sehen wir uns am Donnerstag wieder. Aber am Mittwoch wurde dann nochmal genau das trainiert, was Vicky und Chapeau in Rastede morgen brauchen. Gleichmäßiger Galopp und passende Distanzen bei langen Anreitwegen. Da dafür der Reitplatz auf Hof Eicheneck nicht ausreicht, wurden die Hindernisse kurzerhand auf dem Crosstrail platziert. Und so können die beiden gut vorbereitet dann in den nächsten Tag starten. Voll, sehr gut. Mama Telgen weiß eben immer irgendwie ganz genau, wo es bei ihrer Tochter gerade hapert. So, ruhig bleiben. Super gemacht. So, ich lade jetzt fest auf. Konrad steht da hinten auch schon. Ich bin sehr gut in der Zeit. Es ist jetzt 5 Uhr. Und um 5.30 Uhr wollen wir losfahren. Mama sagt ja immer, früher ist besser als zu spät. Und da der LKW ja auch erstmal, also gestern und so. Und am Dienstag war es halt so, dass wir dann eigentlich um 1 losfahren wollten. Und wir uns dann umentschieden haben und um halb 1 losfahren wollten. Aber wir dann doch erst um 1 losgefahren sind. Und das würde ich heute vermeiden, dass wir dann doch erst um 6 losfahren. Also fahren wir heute lieber ein bisschen früher los. Na komm. Vielen Dank für diese Information. Ja, jawohl. Ja, mein Herz. Super. So. Fein. Gut. Problemlos verladen. Mit Firsty. Der 800 Kilo Babysitter muss natürlich auch noch mit. Du sollst da warten. Jetzt scheißt der auch noch hier noch mal hin. Ey. War klar. So. Jetzt mal ein paar Leckerchen einstecken. Ja, da gibt's jetzt erstmal was, ne? Bitte schön. Ja. Genau, da musst du rein. Komm. Super!
Da sagt mal einer, Frauen können hier einparken. Ich stehe hier gerade mal im M-Parcours und so schlimm sieht das gar nicht mehr aus. Also früher hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, oh je, da bin ich aber auch noch das E-Springen mal geritten. Und das war schon riesig hoch. Und ja, nachher ist es A2 Sterne, also gleich, je nach. Und das sieht gar nicht mal so hoch aus. Das würde ich auch noch machen. Und dann heißt es abreiten und dabei die Nerven behalten. Erstmal ein paar Runden. Guck, dass du dir eine Lücke suchst. Guck und reite. Auch durch die Wendung durch. Und reite vorwärts. Groß werden. Ja, groß werden. Gut. Außen behalten. Außen. Super. Sitzen, sitzen, durchkommen. Außen. Du ziehst gerade nur innen und deswegen kann er nicht abfallen. So, gucke mal. Außen musst du benutzen. Super. Du kannst ja auch. Genau, dann machst du irgendwo mal einen Handwechsel. Klasse. Jawohl, sehr gut. Und dann ist es auch schon soweit. Und die Anspannung steigt dann doch. Zur mentalen Unterstützung ist heute auch Vickys Vater angereist. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart. Für den Reitclub Hude. Gut so, gut so. Victoria kann Ariane zwar gar nicht hören, aber sie reitet trotzdem mit. I got this feeling I can't describe. This magic in the air, the world has come alive. And when I see you, you make my pulse rise. I never knew that I could be so hypnotized. There's something nearly your touch, baby. The way you're my feet. If I don't try now, the chance will slip away. I'll bury all my doubts and I won't be afraid. There's something I could never see. Now
Applaus hier für den Ritt von Victoria Telgen. Gut angelegt, sehr viel Kontrolle, schönes, gleichmäßiges, rhythmisches Tempo. Vielleicht so ein bisschen Distanzprobleme in der Anreitphase, die Kombination 5AB, ein bisschen drunter gestanden, aber dann sofort wieder weiter geritten, rhythmisch und gleichmäßig 8,2 hier und heute. Ja, und damit geht es erst einmal in Führung, die Victoria Telgen. Ja, Qualifikation haben wir hinter uns. Jetzt sind wir im Finale gewesen. Vicky hat das super gemacht mit Chapeau. Hat eine 8,2 gekriegt. Ich bin mega gespannt. Es kommen jetzt noch 3 oder 4. Aber ganz, ganz stolz auf die Beine. Das war wirklich Wahnsinn. Mit ihren Beinen knien, das so zu machen. Tipp, top, ehrlich. Jetzt kommt gleich das Stechen. Ich denke, dass sie da mit reinkommt, wenn ich das jetzt so hier höre. Und da geht es dann auf Zeit. Stechparcours konnte sie sich gar nicht angucken. Den habe ich ihr gerade nur hier so aufgemalt mit dem Finger. Und da bin ich gespannt, ehrlich. Es sind dann halt irgendwie kurze Wege reiten, Rhythmus behalten. Chapeau hat einen großen Galopp, aber den auch zu reiten, ist dann auch wieder so eine Hausnummer. Da braucht man ordentlich Knie auch. Mal gucken, was er macht. Aber wenn man im Stechen ist, ist man ja theoretisch gesehen auch mit in der Platzierung. Und ich glaube, wir freuen uns über alles. Im Preis der Öffentlichen in Oldenburg zum Finale des Jugendspringchampionats 2023. Und gestartet wird genau in der gleichen Reihenfolge wie im Umlauf. Beginnen wird jetzt Chapeau's First Son. Das ist das erste Pferd und Victoria Telgen für den Reitclub Hude. Alles auf Null. Jetzt geht's darum, schnell, fehlerfrei ins Ziel zu kommen. Reite, reite, reite. Und wieder aufnehmen. Ja! Das sieht gut aus. Alles ist liegen geblieben. Und sie haben vorgelegt, Victoria Telgen und Chapeau's First Son DB. 40,26 Sekunden und ohne Fehler. Oh, das ist mir alles viel zu aufregend. Oh, war das geil. Das Stechen null, auch für meine Verhältnisse sehr schnell. Ich bin echt gespannt. Jetzt heißt es wibbern. Es kommen, glaube ich, noch 3 Pferde. Mal gucken, ob es reicht. Aber drin ist sie auf jeden Fall. Oh. Und geworden ist es dann tatsächlich noch der 3. Platz. Eine Wahnsinnsleistung. Für ein 5-jähriges Pferd ohne Erfahrung und eine 13-jährige Reiterin mit 2 operierten Knien. Im nächsten Jahr wird sie auf jeden Fall wieder antreten, um vielleicht auch einmal an dieser Stelle stehen zu dürfen.
Und damit geht für Vicky ein aufregendes und mit Höhen und Tiefen erlebtes Jugendchampionat auf dem Oldenburger Landesturnier im wunderschönen Schlosspark Rastede verdient zu Ende. Chapeau bekommt jetzt ordentlich noch was extra in den Eimer und geht dann auch in seine wohlverdiente Sommerpause. Nein. Bitte einmal reinhalten, dann kann ich Ihnen das oben reingeben. Schnell noch ein paar Autogrammkarten verteilen und Papa wieder nach Hause schicken. Jetzt gibt's einen aus? Ja. Ich muss erst zur Meldestelle. Ja, es war richtig, richtig gut heute hier im Finale Rastede. Ich bin letztendlich dritter Platz geworden. Ich hatte eine 8-2 im Stilspringen. Zeit war ich auch richtig gut, obwohl ich erste Starterin war. Stechparcours war, ich glaube, das zweite Mal jetzt, dass ich überhaupt ein Stechen geritten bin. Auch richtig gut. Und Firsty hat einfach sein Bestes gegeben, ich auch. Und das hat gereicht für den dritten Platz. Mit Knieoperationen alles gut überstanden. Und ich glaube, ich kann mehr als glücklich sein. Komm, schau doch mal.